Herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, der schönen Mario Party 2. Mario 2 ist, ich will sagen, ich habe es mal offline gespielt. Ja, also ich weiß nicht, also ich habe offline mal gespielt jedes Land, aber es ist schon ziemlich lange her, fast ein Jahr, aber ich weiß noch ein bisschen was. Hallo, herzlich willkommen im Mario Land. Die Qual der Wahl, wohin soll es gehen? Erstmal ins Optionslabor. Was ist das Optionslabor? Du kannst hier mit einer ganzen Reihe Einstellungen experimentieren. Du bist der Gebieter des Professors. Du kannst dann auf die Spüte begutachten. Wir sind Abfallkomprimator. Du kannst damit alle Experimentaten und diese durch löschen. Was wollen wir, die Labor verlassen? Was gibt es noch? Die Karneval, wo ist es geht? Nischpinland, ja, das ist, Piratenland, werden Piraten und sucht nach einer Tumin nach einem Schatz. Westernland, werden Hilfs-Sheriffs in einer Kleinstadt im Wilden Westen. Spaceland, werden Mitglieder der Raumpatrouille und wacht über die Galaxie. Mysteryland, versucht als Archäologen das Rätsel wieder mysteriöser Ausräumen zu lösen. Horrorland, wer Zauber und wacht euch in den gruseligen Geisterwald. Legeland, die Spiele, wenn man halt die Wende erklärt. Ne, das brauche ich nicht. Ich weiß nicht, was geht. Ich bin nicht viel die Ende von. Ich nehme Spaceland. Das hat mir von allen Teilen am besten gefallen. Also dann auf ins zum Spaceland. Zuerst müssen wir einige Einstellungen vornehmen. Wie viele Spiele sollen teilnehmen? Ja, ein Spiel. Charaktere, ich nehme Wario, weil ich Wario liebe. Ich habe es in meiner Party 1 schon gesehen, ich habe immer Wario genommen,
Ich weiß nicht, warum ich Wario nehme mit Wario. Ich finde einfach irgendwie am coolsten, am besten. Ich weiß nicht. Wenn es ein Spiel gibt, wo man Wario nehmen kann, nehme ich Wario. Immer. So, wir nehmen natürlich die Tussi mit. Ja, die zwei. Geschwindigkeitsgrad. Alle einheitlichen, alle normal. Weil easy ist nur für Pussys, wie ich meine, finde. Hart, nee, wir nehmen normal. Einfach normal, normal ist normal. Rundenanzahl, wir nehmen 20 am Anfang. Immer später nehme ich dann mal mehr, mal 50 oder 35. Nehmen wir mit Bonus am Ende des Spiels, das nehmen wir auch. Ja, alles okay. Das hätten wir, los geht's, oder auf los, oder keine Ahnung, war so schnell weg. Ein kleiner Schritt vor uns, aber willkommen im Spaceland. Diese Raumstation bildet einen wichtigen intergalaktischen Knotenpunkt, den Tag für Tag tausende Raumschiffe passieren. Ihr tretet der Raumpatrouille bei und müsst für Ruhe und Ordnung sorgen. Eure wichtigste Aufgabe ist es, diese Raumstation vor Bowser dem Dunklen zu beschützen, den größten Schurk der gesamten Galaxie. Wart den galaktischen Frieden und werdet die Superhelden im Spaceland. Möge die Macht mit euch sein. Oh, Star Wars. Doch bevor wir beginnen, müssen wir noch die Starterfolge ermitteln. Ja, zweiter ist. Die Startfolge steht fest. Luigi ist erster. Mario ist zweiter. Peach ist dritter. Oder dritte. Mario ist vierter. Außerdem habe ich noch ein Geschenk für euch. Jeder erhält zum Start 10 Münzen. Macht das Beste daraus. Ich bin gespannt, wer von euch der Super in diesem Land wird. Also dann los geht's. Viel Glück. Lasst mich euch zeigen, wo ihr den ersten Stern finden könnt. Der erste Stern befindet sich hier. Ihr könnt ihn für einen Beitrag oder Betrag von 20 Münzen kaufen. Oh, das ist, da gibt es Fake-Sterne. Ne, doch nicht. Übrigens sei B-Bowser hier sein Unwesen. Passt einfach den Münzen auf. Okay. Also wie gesagt, Mario Party 2 ist, habe ich nicht selber gehabt. Ich hatte Mario Party 1 und Mario Party 3, habe mich auch beide durchgezockt. Ja. Mario Party 2 kenne ich noch ein bisschen. Ich habe da mit meinem Kumpel gespielt. Aber ich hatte es nicht selber. Ich wollte es mir zwar kaufen damals, aber wie ich dann im Laden ging, um es zu kaufen, Mario Party 2, gab es schon Mario Party 3. Da habe ich mir Mario Party 3 gekauft. Aber ich habe Mario Party 2 mal ein bisschen gezockt, wie ich noch nicht gespielt habe. Und da kenne ich es ein bisschen. Das ist aber schon ein bisschen länger her. Also ganz genau weiß ich nicht. Ich weiß, dass man hier man kann sich hier maximal ein Item kaufen. Das ist neu. Aber die Spiele werden sich unterscheiden von den anderen. Fahren wir mal, da aus dem ersten Mario Party auch. Ist aber das gleiche. Naja, ein bisschen anders. Aber in Fahren ist dasselbe. Nur, dass er nicht im Wasser ist, sondern Ballons hat. Und diese Scheibe hat uns wieder anders tun müssen. Wenn wir falsch liegen, dann schießt er uns ab. Nimmt seinen Pfeil und schießt uns ab. Ich mache ein paar Panzer habt ihr deswegen, weil ein Abonnent-Film hat sich das gewünscht. Der Abonnent, der Zuschauer, er weiß, was ich ihn meine. Und dieser blöde Penner! Dieser Wichser! Oh nein Gott! Shit! Naja, er weiß, was ich ihn meine. Und ja, ich hoffe, es gefällt ihm. Warum alle? Weil er war doch richtig, oder?
Hä? Okay. Ich glaube, meine war doch richtig, oder? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Naja, Kurbank muss ich dafür Münzen einzahlen. Wenn man das Feld genau erreicht, die Kurbank, wenn zum Beispiel Mario jetzt, sagen wir mal, wenn ich jetzt eine, sagen wir mal, ich würde jetzt eine 4 würfeln, wenn ich genau drauf komme auf das Bank, dann bekomme ich alle Münzen, die dann eingezahlt sind, ja. Aber das sind meistens erst, wenn viele Münzen drin sind. Muss ich da hin? Ein bisschen knapp hier. Ich gebe uns die Einstellung. Moment, ich kann mal gucken. Dieses Spiel. Ja, ich lasse es an Anzeigen, Text im normalen Speicher. Dahinter werde ich speichern. Steuern des Spiels. So ist eigentlich okay. Also es gibt, glaube ich, auch Spiele, die in Mario Party 1 nicht vorkommen. Aber ich weiß nicht so genau. Ich lasse es mal an. Ich werde dann sehen, ob es da Spiele gibt, die es in Mario Party 1 nicht gibt. Hexagon. Was ist das? Selber wie in Mario Party 2 mit dem Pilzchaos. Toad hat seine Farbe von einem Pilz, von einem Feld. Wir müssen da drauf. Gelb. Boah, das war knapp, Leute. Boah, ich hab was runtergefallen. Mario, was hast du gut gemacht, Mario? Stolz auf dich. Genau. Hey, geil, ich hab gewonnen. Die waren ja voll abgelöst. Die waren ja voll abgelöst, die beiden. Oh, ich kann mir den Stern kaufen. Wenn ich zum Stern komme, kann ich mir den kaufen, die anderen nicht. Oh. Na, viele Items gibt es hier noch nicht. In Mario Party 3 gibt es da viele, viele Items. Gibt es, ja. Das seht ihr dann, oh. Man, ein Feld davor! Ah. Peach kommt jetzt auf einen Schatz zu, das heißt, glaube ich, dass sie jetzt ein Minispiel machen darf, wo sie ein Item spielen darf. Oder? Ja. Hau den Lukas. Ja, gut. Wenn die Biber so bekommt, hat sie verloren. Mit dem Pilz kann sie Zahlen würfeln. Mit dem Goldpilz kann sie Zahlen würfeln. Mit dieser Truhe kann sie jemanden ein Item klauen. Mit dem Schlüssel kann man bestimmte Türen öffnen. Und mit diesem Freizeitblock kann man sich teleportieren. Das heißt, zwei Spieler wechseln das Spielfeld, wo sie gerade stehen. Eins. So, Peach ist grün. Mal schauen, was die Farbe so kommt. Entweder sie rot oder blau. Blau. Wenn sie rot geworden wäre, würden wir ein 3 gegen 1 Spiel machen. Das gibt es auch. Kipprige Rahmen. Alles klar. Wir wissen genau, was das ist. Ja, selbe. Nur, dass man hier... Das ist genau dasselbe wie Mario Party 1 auch. Nur, dass man Toad hier befreien muss, also... reinigen muss. Bei den anderen, glaube ich, war es denn bei... Bei dem anderen. Ich weiß es gar nicht mehr. Weil Leute, ich tue es voll ab. Bin voll schlecht gerade. Aber ich glaube, ich gewinne. Ja. Gut, das war gut. Leute, ich weiß nicht, wie ich nun nicht aufgenommen habe. Ich mache jetzt hier mal einen kleinen Schnitt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Was war dran? Jetzt keine Münzen, schade, Leute. Ja. So, jetzt bin ich dran. So, Leute, ich mache hier mal einen kleinen Schnitt. Wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal bei Mario Party 2. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.